Naja, zumindest muss ich jetzt nicht mehr durch die Gegend irren, weil ich hatte es geschafft. Ich hatte ja das hier, ich mache das jetzt ja gerade zum dritten Mal. Weil ich hatte ja auch diese eine verkackte Aufnahme, wo ich auch schon hier war. Ja, jetzt weiß ich wenigstens, wo ich lang muss. Ich hatte es jetzt nämlich bei der Aufnahme auch geschafft, wieder den falschen Weg zu gehen. Das hat mich wirklich angekotzt. Also den falschen Weg, der richtige war. Aber ich will ja zuerst den falschen gehen, damit ich dann den richtigen gehen muss und nicht zurück muss. Das hier war übrigens der richtige. Oh, Moment. Deswegen geht es für uns jetzt erstmal abwärts. Hoffe ich. Es ist ja jetzt auch schon wieder fast eine Stunde her, dass ich hier war, ne? Vielleicht habe ich auch schon wieder vergessen, wo ich hin muss. Nein, habe ich nicht. Hoffe ich. Ist alles okay. Ich krieg das hin. Voll ins Knie. Aber wie? Danke. Ich werde eventuell auch darauf achten, nicht ganz so viel Scheiße mitzunehmen, die ich wirklich gar nicht brauche. Weil im Endeffekt war ich überladen, Serana war überladen und es ging nicht mehr. Es ging einfach gar nichts mehr. Und sie wollte nicht mehr mitkommen. Und das fand ich nicht so gut. Weil ich tatsächlich keine Lösung finde. Zumindest spontan nicht, wie man die Olle dazu bringt, einem zu folgen, wenn sie das plötzlich nicht mehr will. Ja, ja, so ist das manchmal. Hier geht's übrigens unten durch. Es sind nämlich noch ein paar tote Falmer, die ich mir holen wollte. Und eine Truhe. Das wollen wir ja nicht verpassen. Das Gold, das ich ganz dringend brauche. Und den Jagdbogen der Kühle, von dem ich immer noch nicht weiß, ob ich den nur brauche wegen dem Zauber oder nicht. Aber Hauptsache, ich hab's erstmal und es tut mein Inventar zu klumpen. So muss das sein. Ich versuche jetzt einfach ein bisschen schneller hier durchzulaufen. Nicht ganz so viel Mist zu machen. Aber es hat auch was Gutes. Ich habe so viel Scheiße gelabert. Gut. Nochmal schnell Luft holen und dann wieder zurück. Ich verstehe übrigens nicht, warum ich hier immer im Wasser runterfalle an der einen Stelle. Ist ganz komisch. So. Serana konnte natürlich nicht mit, weil sie nicht tauchen kann. Aber die wird hoffentlich gleich wieder auftauchen. Auftauchen. So. Hier unten war nichts. Gut. Ich bin den richtigen falschen Weg gegangen. Also den... Doch, den richtigen falschen. Vergesst es. Ihr müsst das nicht verstehen. Lasst mich labern. Ich bin schon jetzt durch. Ah, da ist er wieder. Das Spiel macht es mir halt nicht leicht, ne? So. Müssen wir gleich hier oben lang. Da warten dann auch noch ein paar Falmer auf uns. Und dahinter auch noch. Und dahinter dann auch noch. Es hört einfach nicht auf mit den Falmern. Bis zum Schluss. Und es hört auch nicht auf mit dem Loot. Es gibt einfach zu viel. Ich glaube, es liegt auch daran, weil ich zu viele Tränke habe. Ich habe schon wieder so viele Tränke in meinem Inventar. Auch Heiltränke. Das Problem ist halt, wenn die Gegner bei einem Schlag sterben und mich nicht unbedingt erreichen, dann muss ich mich nun mal auch nicht heilen. So. Dann haben wir den ersten, der bestimmt gleich runterfällt. Überraschung. Tschüss. Nichts dran. Da kommt einer raus. Und kratzt sich erstmal am Arsch. So haben wir es gern. Aber wie?
So, das und das. Der fällt natürlich auch runter. Aber eigentlich ist es auch ganz günstig, weil dann kann ich nicht noch mehr Zeug mitnehmen. Immer positiv denken. Hahaha. Shit. Nein, 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 nein. Lauf nicht auf die Brücke. Lauf doch nicht auf die Brücke. Na gut. Das und das. Tschüss. Hier oben ist nämlich dann der Ausgang. Und dann kommen wir gleich ins nächste Falmerlager. Beziehungsweise ist es ja immer noch ein Falmerlager. Ein riesiges, gewaltiges, etwas voller, hässlicher Fratzen. Ja, Tageslicht. So, hier oben, habe ich schon erzählt, ist nämlich der letzte Riese. Ich hatte aber auch erzählt, dass ich leider nicht weiß, wie viele Glanzstücke es insgesamt gibt, also diese Teile, die die Riesen fallen lassen. Aber ich denke, dass vier richtig sind. Der hat komische Geräusche von sich gegeben. Also das wäre jetzt praktisch das vierte, was wir finden. Und wahrscheinlich auch das letzte. Ich wüsste zumindest nicht, wo noch ein Riese sein sollte. Diese Truhe habe ich letztens nicht gelootet. Warum? Ach, den habe ich übersehen. Die 10 Gold. Wer ist da? Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. So. Wunderschön. Wäre das auch erledigt? Ja, gerade dieses Gift und so sollte ich vielleicht nicht immer mitnehmen. Weil ich das ja auch so oft benutze. Schleichen verbessert. Müsste mir jetzt aber mal erklären, wodurch, bitte. Warum hat er so viel? Neulich hatte er nicht so viel. Ich finde es auch immer lustig, wie das variiert, also zwischen den verschiedenen Spielständen. Und die Eier sollte ich vielleicht auch nicht mitnehmen. Och. Aber die Fühler sind wichtig. Ach. Ach so. Ach so. Ich hätte jetzt wirklich gleich gedacht, dass das ein Gegner ist, aber habe mich eben noch daran erinnert, dass sie ihn ja wiederbelebt hat. Ach so, stimmt. Level up. Ich wollte auf Ausdauer gehen, weil ich das ganz dringend brauche. Und wir machen, was ich auch schon gemacht habe, bei Schießkunst den Todesschuss fertig. 20% Chance für einen kritischen Treffer, der 50% zusätzlichen kritischen Schaden verursacht. Schön. So. Geht's aber weiter hier. Mensch. Achso, ich wollte noch kurz Zutaten. Es sind ja nur 4. Hm, egal. Ist nicht meine. Hier soll ich vielleicht wieder schleichen. So. Dann nehmen wir mal den ganzen Scheiß hier mit. Zum dritten Mal. Inzwischen. Das auch. Ich weiß, im Endeffekt brauche ich es nicht, aber... Psst. Es muss alles mit. Was denkt ihr denn? Ich brauche das. Stimmt. Moment mal. Das habe ich neulich nicht mitgenommen. Einmal das. Wusste ich doch, dass ich einmal das. Habe. Das hätten wir geschafft. Gut.
Ich musste gerade wirklich überlegen. Dass die auch immer so vor einen rennen müssen und so aussehen, als wären sie nicht wiederbelebt. Jetzt ist er gestorben, gut. Ein zweites Mal. So, den machen wir noch weg. Das haben ein paar bemerkt. Wer ist da? Oh, diesmal kann er laufen. Das letzte Mal hat er Moonwalk gemacht. Oh, scheiße. Das hätten wir geschafft. So, kommen die anderen auch noch mit runter oder tanzen die nur wieder durch die Gegend wie letztens? Wahrscheinlich. Vergesst's. Die kommen eh nicht. Kümmern wir uns lieber darum. Das, dies und jenes. Und nichts. Die sehen uns immer noch. Jetzt nicht mehr. Hat sich erledigt. Das hier nehmen wir natürlich auch mit. Erz ist ja gar nicht schwer. Das ist nur Fleisch. 5 Gold sind auch Gold, die man gut gebrauchen kann. Zum Hausbau zum Beispiel. Sagt man, hatte ich eigentlich schon ein Haus gekauft? Also beziehungsweise ein Grundstück, weil ich weiß es einfach gar nicht mehr. Ich habe vieles vergessen, was ich während des Let's Plays schon alles gemacht habe, weil ich halt so lange nicht mehr gespielt habe. Ich weiß gar nicht, ob ich schon so weit war, dass ich da ein Grundstück erworben habe, aber ich glaube tatsächlich nicht. Natürlich rennt die dagegen. So, weil wir das nämlich ganz dringend brauchen alles. Müssen jetzt nur aufpassen, weil die Typen hier noch rumrennen. Ich weiß gar nicht, wo die überall sind. Ach da. Habe ich gerade nicht gesehen. Die nimmt auch jedes mit, habe ich das Gefühl. So erschrecken. Ach, der kommt eh nicht. Das und das und... Hey, woher hat er denn die Zwergenpfeile? Sehe ich ja gar nicht ein. Fuchspelz und das. Und sonst nichts. In der Aufnahme, in der verkackten, konnte ich das Zeug hier nicht aufheben. War auch komisch. Also wenn man das dreimal hintereinander das gleiche macht, dann merkt man, wie verbuggt das Spiel manchmal ist. Oder beziehungsweise wie unterschiedlich auch teilweise immer die Sachen gefüllt sind, also so die Kisten und so. Ich verstehe es einfach nicht, warum es da Unterschiede gibt, aber gut. Scheiße. Ich bin schlecht. Ich bin schlecht. Hat er irgendwie Probleme? Das wird euch eine Lehre sein. Jetzt hör doch auf, mich immer von hinten zu schubsen, Mann. So. Das und das. Das und das und das. Und das. Und das und das und das und das und das. Brauche ich alle. Bestimmt. Irgendwann mal. Ich bin mir sicher. So. kurze Frage. Hier oben war ich gerade. Ach, ich bin auch doof. Es ist... Meine Orientierung ist wirklich für'n Arsch. Ist wirklich schlimm. Richtig schlimm. Das ist nichts. Ich den? Ist das zu weit weg? Nein. Nichts ist zu weit weg. Schöner Schuss. Ja, erstmal hier reingucken. Nichts. Gut. Geh mal rüber. Ich hab's eilig. Das und das. Und das. Das. Das.
Ach, die haben eh immer nur das Gleiche. Was habe ich gerade aufgesammelt? Ich habe keine Ahnung. Starke Heilung. Weiß ich nicht. Nee, das. Zauberbuch. Cool. Das war das letzte Mal nicht da. Oh Moment, dieses Gift brauche ich nicht. Seht ihr, da fängt schon an. Brauche ich nicht. So. Bleibt sogar nicht da drauf liegen. Gut. Das ist schon ein bisschen befremdlich. Jetzt sind hier wieder keine Bienen. In meiner verkackten, in der ersten verkackten Aufnahme waren hier keine Bienen. In der zweiten schon. Jetzt sind wieder keine da. Hier waren ganz viele. Es hat so richtig Summ-Summ gemacht und so. Voll Summ-Summ und so. Weißt du Bescheid. Ich bin heute echt durch. Es kommt davon, wenn ich dreimal die gleiche Scheiße machen muss. Zwar nicht an einem Tag, aber daraus kommt keiner, daraus kommt einer. Habe ich jetzt gelernt. Woher seid ihr gekommen? Von genau da. Da kommt nämlich auch einer raus. Treffe ich die überhaupt mal? Oh, okay. Ich nehme jetzt mal einen Heiltrank, einfach nur, damit ich die mal loswerde. Ich habe das Gefühl, ich werde die nicht mal los. Wenn ich die nicht... Also ich könnte jetzt natürlich meine Heilfähigkeit verbessern, aber... Die braucht zumindest keinen Platz. So. Ich weiß, ich könnte natürlich auch ganz schnell in den Nahkampfmodus wechseln. Ich weiß nur leider nicht mehr den Shortcut, den ich dafür eingerichtet habe für mein Schwert. Und während ich kämpfe, bin ich ein bisschen zu hektisch, um da noch so krass danach zu gucken. Wisst ihr? So ist das nämlich bei mir. Und in meiner Hektik, da fällt es mir immer schwer, mich dann akkurat ne? Ich verstehe übrigens nicht, warum hier immer diese Musik so komisch wird und es so lila wird und dann plötzlich ist es wieder weg. Ist ganz komisch. Das ist irgendwie creepy. Oh, danke. Kommt keiner raus und da kommt tatsächlich mal nicht ein Falmer raus, sondern eins von diesen Fliegeviechern. Bleibt genau da stehen. Perfekt. Wie dumm muss man sein? Echt mal. Oh, jetzt habe ich mir selber getan. Ach nee, ich glaube, das war das Vieh. Du triffst mich eh nicht. Siehst du? Ich möchte das gerne. Schade. Schade. Wo ist denn das Vieh jetzt hin? Da unten. Das erinnert mich an die eine Aufnahme, wo diese Typen von... die Talmauer-Typen da in die Steine reingerannt sind und alle gestorben sind. Die sind so dämlich manchmal, ey. Also die Charakter, also die NPCs meine ich. Ei, ei, ei. So, wir haben es endlich geschafft. Wir sind am Schrein. Ich habe diesmal nur die Hälfte der Zeit gebraucht. So in etwa.
Weil wir müssen trotzdem nochmal hier hoch und alles looten. Tut mir leid. Wir gehen jetzt erstmal ganz hoch, weil oben nämlich eine Sackgasse ist. Dann werden wir schön von oben nach unten alles mitnehmen. Vielleicht sollte ich da nicht ganz so krass schnell hier durch, weil sonst falle ich vielleicht noch runter. So, das brauche ich alles ganz dringend. Das auch. Ich konnte gerade nicht laufen aus irgendeinem Grund. Ich versuche das irgendwie... Cool. ...zu kriegen. Weil man hier nicht hinkommt, verdammt. Da ist noch was drin, aber ich komme nicht hin. Du stehst mir im Weg.